So, hi zusammen, ich bin der Rolf und ich bin so ein Hobby-Gambler und ich möchte euch heute mal den Fiddler Jimmick ein bisschen vorstellen und was man alles mit dem Jimmick und Kim zusammen machen kann. Ich zeige euch hier mal ein Bild und zwar ein recht unscheinbares Foto, wo die meisten Leute eigentlich wegschmeißen. Und aus diesem werden wir das hier machen. Oder versuchen das zu machen. So, relativ einfach. Ich lösche jetzt mal die obere Ebene. Die brauchen wir jetzt mal nicht. Diese Ebene duplizieren wir. Und jetzt gehen wir gleich mal von Anfang auf den Fiddler Jimmick. Hier unter Details machen wir auf. Und hier ist Freaky Details. Lassen wir alles bei 2.10.1.32. Drücken einmal auf OK. Ihr seht, es wird ein klein bisschen schärfer eingestellt. Wer will, kann das jetzt nochmal einfach auf Wiederholen, dass es noch ein bisschen härter wird. Ihr seht, es hat sich was geändert. So. Grundlage stimmt schon mal. Nun gehen wir wieder auf den Filter Jimmick, machen Details zu, gehen auf Artistic und hier gehen wir nach unten auf den Filter Dream Smoothing. Drücken hier drauf. So, und jetzt werdet ihr gleich hier im Vorschaubild sehen, da tut sich schon einiges. So, ist jetzt auch ganz gut. Mein Rechner ist nicht gerade der schnellste. Ihr könnt am Anfang hier oben auf 3 lassen. Es verändern sich so kleine Details. Ich gehe jetzt einmal auf 4 nach oben. Es ist jetzt eine Spielerei, wie ihr das alles macht. Aber 3 und 4 ist für den Anfang eigentlich relativ okay. Alpha lasst ihr hier auch. Opacity auf 0,80 könnt ihr lassen. Smoothness mache ich ganz weg. Ihr seht jetzt eine kleine Änderung, sehr wahrscheinlich gleich hier ein bisschen im Bild. Ja, unmerklich. Dann hier stellt ihr ein, wie viel Prozessoren ihr habt. Ich habe nur einen kleinen mit zwei Köpfen, mit zwei Prozessoren. So, und jetzt gehe ich hier einfach mal auf OK und ihr seht, mein Rechner arbeitet. Das Bild ist relativ klein. Dann wird es auch relativ zügig gehen. Ich habe das vor ein bisschen verändert, dass das schneller geht, dass ihr nicht so lange wartet. So, und er arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Es müsste aber jetzt gleich soweit sein. Und dann werdet ihr sehen, was da dabei rauskommt. So, ihr seht, es hat sich jetzt ein bisschen was geändert, relativ schön. So, und jetzt sage ich immer, jetzt kommt ein bisschen Salz in die Suppe. Gehen auf die Farben, gehen auf Farbtonsättigung und ich bin ein Freund der Extremen und sättige hier ganz einfach mal ein bisschen. So, auf 65. Okay. Dann gehe ich nochmal auf Farben, Kontrast und jetzt spiele ich hier mit. Und ihr seht, was sich hier verändert. So. Jetzt mache ich es noch ein bisschen dunkler. Und ihr seht unwahrscheinlich schön die Zeichnungen. Jetzt auf Okay. Jetzt gehe ich nochmal auf die Farben, auf Sättigung. Und dann klicke ich mal Blau an und hier gebe ich auch noch mal ein bisschen was und am Farbton oben klicke ich mal auf 11, 12, ah nein, das war zu viel. Ein bisschen zu viel. Ihr seht hier oben etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. So. Es ist vorbei. Okay. So. Und jetzt obere Ebene auf Multiplikation. Und jetzt nochmal Farben. Jetzt könnt ihr hier noch mal ein bisschen mit der Sättigung spielen. Okay. Und jetzt nehmt ihr ganz einfach von der oberen Ebene die Deckkraft weg oder er gibt die Deckkraft noch mit dazu.
besser, wie ihr das eigentlich haben wollt. Und dann könnt ihr auch nochmal mit der Helligkeit ein bisschen spielen. Und so könnt ihr hier mit diesem Filter unwahrscheinlich etwas bewegen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr öfters mal vielleicht bei mir vorbeiguckt, um irgendwas Neues zu bekommen. Alles klar, in diesem Sinne wünsche ich euch was. Tschüss!